In der russischen Grenzregion Belgorod sind durch ukrainische Angriffe ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Das meldeten die örtlichen Behörden. Derweil teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass 8 ukrainische Raketen im Anflug auf Belgorod von der Luftverteidigung abgeschossen worden seien. In der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind bei einem russischen Drohnenangriff 3 Menschen getötet worden. Laut Medienberichten wurden 14 Menschen verletzt. Unterdessen ist IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi nach seinem Besuch des Kernkraftwerks Fukushima in Japan mit Ministerpräsident Fumio Kishida zusammengekommen. I had already visited Kiev and the plant, Zaporizhia, and met with President Zelensky. So I could have an important conversation with President Putin, where I expressed my views on the situation at the plant and could evaluate further steps. But I don't think we see at the moment conditions for the use of nuclear weapons, if we are referring to the war in Ukraine. Das Atomkraftwerk Saporischschja wird seit März 2022 von Russland kontrolliert.